ist das? Die Frostinsel. Vor dem Stillstand der Zeit wurde sie Blizzard-Insel genannt. Jetzt, wo die Welt in Dunkelheit getaucht ist, ist es noch schlimmer. Sie wurde abgesperrt. Nun, wohin sollen wir also? Was war das denn? Das sind die Schnäppke. Ich glaube, sie leben in dieser Region. Gigi. Hey, wartet mal einen Moment. Gigi? Es gibt etwas, was ich euch fragen möchte. Na, ich komme doch bestimmt niemand ungesehen vorbei. War außer uns noch jemand? Gigi? Gigi. 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 Wenn ihr jemanden gesehen habt, der euch irgendetwas anderes aufgefallen ist, sagt es mir bitte. Es ist wirklich wichtig. Gigi. Gigi. Hast du irgendwas verstanden? Gigi. 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 Ah. Ach, die sind keine Hilfe. Sie machen sich über mich lustig. Die Umgangsformen der in dieser dunklen Welt lebenden Pokémon sind wohl eher ein wenig durcheinander. Reptane, ich glaube, du weißt es besser als jeder andere. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir jetzt am besten hingehen, aber vielleicht sollten wir einfach dem Pfad vor uns folgen. Ich vermute, dass uns die Zubiris und noch andere Fallen gestellt haben. Deswegen sollten wir vorsichtig weitergehen. Ich verstehe. Aber vielleicht treffen wir nochmal auf die von eben. Dass die Schnäppke sich derartig über ihn lustig gemacht haben. Dieser Kerl. Er glaubt wohl wirklich und unterschiedlich an das Gute. Genau. Deswegen wird sein Herz auch wohl nicht von der Macht der Dunkelheit beeinflusst. Lager ist immer noch voll. Wir nehmen einfach, was wir haben und gehen weiter. Ich glaube, am Ende von dem Dungeon haben wir den dritten Bosskampf in dieser Bonus-Episode. Haben wir noch irgendeinen Orb, den wir da lassen können? Sehr, sehr langer Gang. So, jetzt habe ich jetzt wirklich keinen Platz im Inventar. Orb, Orb. Gut, um Monsterräume zu zerstreuen, aber ansonsten... durch den Absorber hier immer wieder ein bisschen heilen. Ich habe die Treppe gefunden. Jetzt muss ich nur noch dahin kommen. Was ist denn hier schon wieder Schönes?
Gengar. Schon wieder eine Sackgasse. Star-Orb und ein Lamb-Orb. Was haben wir hier noch? Eine Sinelbeere. Und hier haben wir eine Treppe. So,
hier will ich dann ausnahmsweise mal speichern. Der nächste Bosskampf, der einzige ist, vor dem ich hier in dieser Bonus-Episode ein bisschen Respekt habe. Das ist eh schon der vorletzte Bosskampf in der Bonus-Episode dann. Geld habe ich jetzt eigentlich schon wieder 5000. Wie lang so eine Verwirrung hier in dem Spiel hält. Sind wir schon da? Sieht fast aus, als sei das hier die Spitze. Von hier aus führt der Pfad anscheinend nur noch den Berg hinunter. Es sollte sehr viel einfacher sein. Reptain, pass auf, über dir! Was? Zwirfenst, du hast mich gerettet. Warum hast du mir geholfen? Uff. Geht es dir gut? Uff. Mach dir darum keine Sorgen. Pass auf, sie kommen. Diese Typen. Phenontor. Sie haben die Macht, Eis nach Belieben zu manipulieren. Aber... aber genau im Hinsehen sind sie derart von der Dunkelheit beeinflusst, dass sie völlig von Sinnen sind. Sie sind wohl um einiges angriffslustiger als normalerweise. Mein Kampf ist unausweichlich. Ich denke nicht, dass wir es nur mit ihnen zu tun haben, Reptain. Was? Was? Das ist ein... es ist ein Mammut-Hell. Unter den Eis-Pokémon gelten Mammut-Hell gemeinhin als die stärksten Vertreter. Pass auf, es geht los. Okay. Jetzt wüsste wer wohin geht. Auf jeden Fall mehr ist genug mit Lebersamen dabei. Das ist einfach erstmal so. Haut dem erstmal eine Laubklinge rein. Dann ist der Boss von dem schon mal weg. Okay, wenn Sylvanst eingefroren ist, ist das eigentlich sogar ganz gut. Da sind die zwei Finn und da hinten zumindest beschäftigt. Jetzt kriegt jetzt mal eine Seelenperle.
schon schön drauf. Sieht aus, als ob wir sie vertreiben konnten. Ach. Ach. Ich glaube, ich wurde von dem Eisbrocken verletzt. Zwölfenst. Ich glaube, es wäre schlau, wenn wir uns erstmal verstecken würden. Da ist ein Spalt in dem Kamm. Rein dort. So.